Digga, was sind das für Lobbys am Sekieren, Alter? Digga, die Lobbys kannst du solo nicht zocken, ne? Ja, wenn ich dem SMC ziehe, stelle ich dir deinen Account für ein paar Streams zur Verfügung. Danke, deine Gamer korrekt von dir. Dankeschön, korrekt. Danke, 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 wirklich. So. Nabals, wie geht's? Jo, Henrik, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir so, Digga? Oder wie geht's euch so? So. Jetzt muss ich aber unbedingt 4K ausschalten, weil sonst geht's nicht gut. Den Prozess zur gleichen Marsch. Ah, ich hab 15 so, was ich sehen FPS. juckt, dann kann ich eh gleich wieder liefen. Ich hab trotzdem 15 FPS, Mann. Respekt, ja, passt schon. Na, ich will die 100 haben. Mann. Servus, you, servus, Eduard. Jetzt auch ein bisschen Clickbait in der Forts Community. Ja, Digga, ich komm nur in Juktan Lobbys. Ich komm no joke nur in Juktan Lobbys. Mann, ich schau, diese Autos sind so sick. Nein, es ist wieder viel Zuschauer. Jetzt geht's wieder. Heute sind wir da alle aktiv. So, würde ich mal sagen, wir starten doch mal den Leute. So, auf jeden Fall, dass ich ja schon wieder so oft quitt, aber ganz ehrlich, die Lobby ist fucking mega ab. Kann ich unterzeichnen in TS? Ja, warte, ich move dich. User was moved Moin. To your channel. Könnte Hi. Es. Kannst du es? Also ist so, ja, ob ich dann schon keinen Stream, ja, kann ich den gerne machen. Ja, vielleicht noch einen zweiten Stream-Tab. Kann ich auch noch dem Guten. Naja, Hellblade hab ich schon durch. Hast du's durch? Ja. Bannst du? Das Ende fickt ein bisschen. Ja, gut, es ist halt. Was soll man vom Spiel erwarten? Ja, stimmt. Aber bis zu der Endkampf war schwer. Puh. Ich habe das ganze Spiel ist preis schwer. Bin gleich wieder da, muss was klären. Jono hat einen der Ja, gegangen. Gut, es ist nicht so einfach, aber es ist jetzt was auch nicht das schwerste Spiel. Ah, der Schluss war richtig hart schwer. Bist du deppert, wo du gegen alle Bosse kämpfen musstest? Bin ich fast. Warte, was? Der Endboss war jetzt dieses. LOL. Noch drei Stück. Also, der erste Boss war dieser seltsame Vogel, der zweite war dieser. Dieser Flamingot. Ja, genau. Dann. Danach kommt gleich der Gott der Finsternis. Das ist eine Fichte. Oder kommt noch irgendwas davor? Ich glaube nicht, oder? Nein, das kann sein. Ja, und dann kommen die drei gemeinsam. Ja, ja. Dann fucken sie dich noch mehr ab. Ah, da sind richtig viele Gegner gekommen. Bist du deppert? Hast du ein Happy End erwartet? Es war ja ein Happy End. Ja, ich weiß, aber hast du eins erwartet? Nein. Ich habe mir gedacht, dass die stirbt und dass ihre Quest nicht erfolgreich ist. Ich habe mir gedacht, sie verreckt einfach an dieser Krankheit, was auch immer das ist. Ja, ich habe es mir auch gedacht. Ich wurde gerade in dem Moment, wo die Cutscene gestartet hat, wurde ich von Gegner zu Boden gehauen. Da habe ich mir gedacht, fuck, ich bin gestorben und jetzt sterbe ich komplett, muss von vorne beginnen. Wäre nicht so geil gewesen. Da habe ich richtig Schiss gehabt. Aber hast du auch noch ein bisschen Offstream gespielt, oder? Ja, ich hab nur Offstream das Ganze gemacht. Jo, Digga, Schlüppner, mach. Ja, Österreich haben einen scheiß Feiertag, kannst du dir Mann, ich find das später so unfair. Anschauen. Jo, kann ich auf jeden Fall machen. Steffen, kann ich mit euch B3 grinden? Ich spiele eh alleine, ich bin nicht solo unterwegs. Auf jeden Fall kannst du gerne mitschalten wahrscheinlich. Mitzocken. Ich geh in die Schule und mühe mich hier ab wie so eine. Und ihr gönnt euch noch so schön 2 Tage Ferien. Was, 2 Tage?
Das heißt Ferien, Digga. Ja, wir müssen die ganze Zeit arbeiten gehen. Wo ihr ganze Zeit Ferien habt, müssen wir arbeiten. Mhm. Ja, stimmt schon. Hui. Mann, ich finde diese Autos so sick. Das Ding ist Marcel, ne? Hm? Weißt du, was scheiße ist? Was? Ich muss einfach, it's no joke. Ich muss. Also, es dumm ist einfach. Wenn ich jetzt dann die Lehre zu Ende ist, ne? Mhm. Einfach keine Einnahmequelle, Digga. Das ist scheiße. Wenn was zu Ende ist? Wenn deine Arbeit zu Ende ist. Dann schon fertig? Ja, Anfang Oktober, ich Abschlussprüfung. Und was ist, wenn sie dich übernehmen würden? Ja, wir sind in der Lehrwerkstätte, was willst du übernehmen? So, ja, fix. Hast du schon eine Aussicht auf einen Job, oder? Nö, mich interessiert der Tischlerberuf eigentlich nicht. Warum hast du es dann gemacht? Ja, dass ich was hab. Genau das gleiche bei mir mit dem Verkauf. Na gut, du könntest man nachher wieder. Man macht viele Sachen, weil es einfach so, weil man das Ding irgendwas hat oder so, oder? Du könntest nachher wieder in die Schule. Mann. Wohin sein Lobby ist jetzt ohne Spaß. Aber macht dir der Tischlerberuf gar keinen Spaß, oder ist einfach so? Ich bin da, Stefan, nur, ja, dazu komm zurück. Ja, doch, es macht schon ein bisschen Spaß, aber mit der richtigen Firma willst du noch mehr Spaß machen. In welche Firma möchtest du denn? Ich will den Tischlerberuf gar nicht ausüben. Was für dein Traumberuf? Digga, sind jetzt meine FAQ oder so, beim Moderator oder was? Ich hab keinen Traumberuf. Gar nichts, was du wirklich gerne machen würdest. Ich hab keinen Traumberuf. YouTube. Ja, nicht mehr das teilweise. Hm? Ja, ich kann euch die Autos zeigen. Dann fahr ich mal kurz zurück. Es sind eigentlich eh hauptsächlich nur die geilen Autos von den Homicans da. Nicht mal YouTuber, so wäre mein kompletter Traumberuf. Klar ist, klar wäre es richtig geil, aber ja, nicht mal das. Langfristig ist einfach halt langfristig nicht so geil. Ne, was heißt langfristig? Es zerstört einen einfach. Man ist einfach viel psychisch damit beschäftigt mit YouTube. So, die Pizzautos und das Hunigan Autopaket. Das ist einmal der Twerk Stallion. Das ist ein richtig geiles Auto ist. Dann natürlich der RWB Porsche. Richtig fun. Digga. Loki. Keine Ahnung, was das ist. Ja, morgen kommt mein Mikro so hyped. Jonas, Digga. Das ist ein richtig geiler Ford Escort. Richtig klein und kommst überall hin damit. Mit dem bin ich noch gar nicht gefahren, mit Chevrolet Napalm. Mein Sales Scorpion gibt 10 für 700 Euro aus. Ist so. Ja, nee. Für die MSMC. Zum Unicorn brauche ich glaube ich nicht zu viel sagen, oder? Ich glaube, den kennt eh jeder. Und der Chevrolet Baleia, was ein bisschen getunt ist. Büssi. Nimm mal ein Auto, ja, ich nehme kein Block denn. Mit 1400 PS. Monster. Ach du Scheiße. Die Innenausstattung ist so richtig geil. Mit den Turbos. Puh. Das Lied heißt, was du vorhin gesagt hast, geht einfach das sein. Machst du nach dem Livestream die Intro-Auflösung? Ich werde sie, denke ich mal, sogar in Livestream machen und dann einfach hochladen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, jetzt ein Video dazu machen.
ein Lambo ist nicht cool, oder? Kommt drauf an. Scorpion Play Streams, die MSMC in Black Ops 3. Hm. Stirbt der wieder an zu trippen? Also. Nee, Alter, Triple schafft der Typ nicht mehr. Das ist so. Tut mir leid, aber der Typ ist ein bisschen, ich komm, bisschen schlechter geworden. Lobbys, Mann. Komm in Lobbys, was dauerhaft schon irgendwelche Leute kriegen, die sowas schon fast gewonnen haben. Ja. Wird mal gern streamen. Ich mach einen bewährten Kanäle-Stream, Alter. Kein Bock mehr, so eine Scheiß. Ich hab jetzt schon absolut keine Lust mehr auf den Scheiß. Ach du Scheiß, ich bin ein absoluter Profi. Meine Fresse. Ja, Leute, ich würde sagen, ich habe einfach keine Lust mehr hier auf das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Die Lobbys fucken nur ab, Mann. So, damit würde ich sagen, machen wir das ganz einfach. Wir, oder beziehungsweise ich, werde eure Kanäle bewerten. Oder Marcel, soll ich das, soll ich vorzuzocken? Ich würde empfehlen, vorzuzocken, das ist richtig geil. Bleib stehen, du brauchst ein Kacke-Update. Also, ja, Aquablox sehe ich mir starten, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel. Sorry auf jeden Fall dafür. Welche neue Tarnung? Ja, es gibt eine neue Tarnung. Ich habe gerade ausgemacht, sorry, aber ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Also, Eduard, ich bin gerade gegen einen Baum gefahren. Ah, gegen ein Auto gefahren, so, besorgt. Dann noch einmal, weil ich scheiße erwarte nicht, dass man wegfahrt. Ich hab einfach neue Autos. Doppelpunkt O. Oh, ja, natürlich, ich hab natürlich auch falsch. Oh, das ist halt einfach so geil. So Leute, wir werden jetzt Forza Horizon 3 zocken, weil ich einfach keine Lust mehr auf das scheiß Spiel COD hab. Oh, das ist ein Twin Turbo. Wow. Shit. Hallo YouTube. Macht streamen. So Leute, ich bin wieder da. Dembisch, geh mal auf Musa, du bist ein Kumpel. Ja, ich werde danach den bewährten Stream machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen vorzuzocken. Aber zuerst werde ich mir das wegholen. Okay. Ah, jetzt muss Forza aktualisiert wegen dem Update, Marcel. Mhm. Okay, dann fahre ich gegen einen Baum, Eduard. War das fest genug für dich? Mann, du Hundsfliege, verpiss dich. Geh weg, Herrst! Mit dem Gesicht umeinander. Gut, dann werden wir Forza doch nicht zocken, weil das Huns im Spiel abmachen muss um 600 MB. Das ist viel scheiße zum Runterladen. Somit werden wir einen bewährten Stream machen, Leute. So, dann werden wir das einfach machen. Scheiße, ich werde den Titel wieder doch ändern müssen. Wird doch kein Forza gezeigt. So, ich bewerte eure Videos. Backstrich. Und es zählt auch wieder dieselbe Regel wie sonst auch immer. Ohne Avis und Titelbilder kommt nichts rein. Da machst du nichts. So Leute, wir werden das jetzt wie sonst immer auch machen. Bildschirmaufnahme. Zeig's natürlich wieder mal nicht mehr im Monitor. Und ich liebe OBS. Falsche Bildschirm. Ich kann mit Allrad absolut nicht driften.
Jetzt war ich einmal den vor der Escort. Danke. Jetzt zeigt's mein Hauptmonitor her. So Leute, mein Hauptmonitor wird jetzt hier gezeigt. Da. So. Stefan im Abfuckmonitor. Sie haben mich fuckt einfach ab, ohne Spaß. Mich nervt es einfach. So, wir gehen auf dem Busakaya-Kanal. Der Turbo eskaliert richtig beim Escort. Das Lied, was jetzt gerade läuft, heißt Gib einfach Zara. Ich stream jetzt auch ein bisschen nebenbei. Und da verrecke ich direkt. Wie streamst denn du bitte? Black Ops 3. So, Reigns, wer ist geblieben? Moin, herzlich willkommen im Stream. Ich sterbe eh nur die ganze Zeit. Also, was mich so ein bisschen der Banner finde ich nicht so schlimm, muss ich zugeben. Warte, ich bin natürlich wieder überbelichtet als fuck. Mich dreht's nur an mit dem Auto. So, jetzt geht's mit der Überbelichtigkeit. Jetzt habe ich das umgeändert auf schwarz. Schwarz. Meine Endcard, genau, deine Endcard gucken wir auch auf jeden natürlich gleich an. Deswegen öffnen wir dann gleich den Kanal. So, auf jeden Fall, wie ist hinter jetzt beim Musab Gaming drauf? Okay, mal schauen. So. Leute, no joke, jetzt nochmal ganz kurz nebenbei. Wir gucken gleich den Typen an. This is Asuna, falls du das siehst. Und no joke, bitte bettel nicht so krass um Abonnenten, Digga. Du schreibst, du hast schon ein paar Mal einen Stream gemacht, wo du den Titel geschrieben hast. Gib aber bei 300 Subs, Digga, weißt du? Und Leute. Die Streaming-Beschreibung, okay, das geht ja noch. Irgendwo hat er einen Stream gehabt, wo er so krass Clickbait reingemacht hat, beziehungsweise so krasse Dings. Ich habe eh irgendwo einen Screenshot davon. Ich werde das ganz kurz in einem anderen Monitor raussuchen. Kann ich euch den Screenshot zeigen? Also, das ist so, falls du das siehst, bitte hör auf mit dem Scheiß jetzt. Und no joke, du hast nur inaktive Abonnenten dadurch. Hier bringst du nichts und die Leute hören auf, dich darüber zu verurteilen. Weil das ist echt schwach, muss ich ehrlich zugeben. Sorry, Digga. So, wir gehen dann nochmal zurück auf den Kanal. Warum sagt die nicht? Panik. Ich tue ja eh immer so. Kann ich genauso gut streamen. So, tu mal ganz kurz den Typen da raus und das Bild. Also kannst du mich auch bewerten? Ja, ich kann natürlich auch bewerten, Digga. Wo sind wir da? Sorry, Leute, sonst hört man das Echo, wenn ich jetzt noch. Da haben wir das Bild. So, Leute, ich habe euch hier mal kurz, ganz kurzes Highlight. Da, Leute. Das war's im Stream heute, ne? Guckt euch, fettes Giveaway bei 300 Abonnenten und guckt euch diese Beschreibungen, Leute. Also mehr auf Klicks und so weiter kann man nicht geilen. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal mit Game, oder? Game, ja, so. Juck, mir nicht wirklich. Gut, so. Ja, sorry, ich das wieder, wenn du bewerten könntest, wäre der Killer. Jo, werde ich auf jeden Fall bewerten, Digga. Muss abgehen, geht ich wieder jetzt. Das Lied, was jetzt gerade läuft, heißt. Wer macht das, aber mir juckt das einfach nicht. So, das ist das Lied. Auf jeden Fall, bald, Leute, werde ich vielleicht solche Lieder nicht mehr verwenden, weil nämlich irgend so ein neues YouTube-Scheiß rausgekommen ist. Das heißt, wo man einem, ja. Irgendwas mit Copyright und sowas, das kam raus. Und ja, gut, auf jeden Fall, Leute, wir werden hier jetzt natürlich weitermachen. Wieso habe ich OBS dreimal laufen? Was ist denn da noch laufen? Achso, ja, genau. So, Leute, gut. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall weitermachen. So, bei diesem Kanal. Also, wie gesagt, Banner könnte vielleicht ein bisschen mehr, könnte besser sein. Gibt's hier noch? Ja, okay, das hat es so zwar drin. Gut, passt auf jeden Fall. Also, das Kanal übersehen, das Kanal löse ich. Oh, er benutzt Samples so und so weiter und so fort, er macht hauptsächlich Streams, ich gerade sehe so. Es geht ja online und hauptsächlich, wie es gerade aussieht so. Ja, hauptsächlich. Okay, dann gucken wir mal rein. Streamqualität, gucken wir mal rein. Nimm mal einen Stream anschauen. Hallo? Ja. Oh ne, jetzt ruft diese. Wir müssen hier noch ja, okay, es ist ein PS4-Stream auch. Ist ein PS4-Stream, dann kann ich nicht wirklich darüber urteilen. Ich mag die PS4-Streams nicht so, muss ich ehrlich zugeben. Machen wir Despacito. Nein, das Lied mache ich sicher nicht dann. Das ist ein mega behindertes Lied.
Ja, mich fragt das schon übelst ab, dass es überall läuft. Es läuft überall, wo du hinguckst. Despacito. Ja, das ist ein Notchamper, das sagt mich schon so ab, das Lied, ne? So, gut, auf jeden Fall, wie gesagt, Videoqualität könnt ihr nochmal reingucken. Was ist ein normales Video? Also nach 6 kommt 8. Danke, ja, Ranger, gut für das. Naja, gut, ist auch ein Stream, glaube ich. Ich mache jetzt einen Anruf. Wapper, ich nehme nicht ab, falls du das hörst. Ist halt auch PS4 aufgenommen. Deswegen bei sowas, ja, beurteile ich eher nicht so, weil ich einfach nicht so der Typ bin für solche Sachen. Sorry auf jeden Fall dafür. Versteht eigentlich jeder Schwarz. Von wem hast du übrigens vorhin? Was? Versteht jeder Schwarz eigentlich Deutsch oder nicht? Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt halt Schweizer, die kein Deutsch sprechen, weil bei uns eben auch Französisch, ach, Italienisch und... Warte, wie heißt die Scheiße schon wieder? Romansch gesprochen werden. Romansch ist was ganz Kompliziertes. Also wirklich das ganz unschön. Den willst du dir definitiv nicht antun. Ja, da gibt's dann noch irgendwie 6 verschiedene Dialekte, die sich untereinander auch nicht verstehen und... Boah, Alter, den willst du dir gar nicht geben. Das ist in Österreich auch so mit den Vorarlberger. Ja, und Tiroler und Kärntner und so. Ja, die versteht man. Ja, die versteht man schon, aber die haben alle einen nächsten Dialekt. Nee, das ist so... Das ist so eine Mischung aus... Ja, das kannst du eigentlich nicht vergleichen, ist wie so eine Art Italienisch-Französisch gemischt mit Deutsches. So ganz, ganz ein weirder Shit. Den versteht niemand. Also, es kannst du mit keiner Sprache vergleichen. Ach, die Scheiße. So. Ja, Nicola, nein, du TM, jetzt wir gucken auf jeden Fall davon vorbei. Ey, jetzt beschäftigt, verstellt, du kleiner Spaß. Vibes, welchen Stream hast du übrigens vorhin bewertet? Nein, hat er nicht. Doch, oder? Nein! Aber warum? Ich dachte, dass du an der Missgeburt bist. Ja, das hätte ich gehört. Er hat sich extra gemeldet dafür. Nur ich hab's gehört. Ja, ich hab den Stream nebenbei offen auf dem zweiten Bildschirm. Er hat den Stream auch gemeldet und jetzt ganz leise gesagt. Genau. Ja, go. Fuck, Mann. So schlecht im Spiel. Habe ich überhaupt einen Zuschauer? Ist eigentlich ziemlich egal. Ich mach's jetzt genau wie du. Und einfach, wenn ich zock, weil ich zu faul bin für Videos. Ja, Mann. Den Streamer kann man sich ja sonst ansehen, wenn man will. So. Easy. Das muss unser Geheimnis bleiben. Das ist die Taktik, das ist die... Gehen wir mal aufs Handy kurz schauen, ob der Stream so läuft, wie er sollte. Ich habe nämlich noch nie gestreamt vorhin und... Naja, keine Ahnung. Jetzt schreibt er wieder. Jetzt kommt so, was ist mit dir? Ja, ich hau Pech, Weber, ich hau Pech. Ich hau Pech. Ja, ich sag jetzt halt die Namen, weißt du? Du hast aufgemuckelt. Aufgemuckelt? Ja, ist egal. Das ist so weird. Es ist aufgemuckt. Oh, ihr habt 2 Zuschauer, ganz geil. Schreibt irgendwer was überhaupt? Aufremse, einsperren. Ja. Mann, jetzt mach ich schon vor zu Clickbait und keine Ahnung. Es schreiben einfach nur Schweizerdeutsche unten in meinem Stream rein. Weil es halt einfach alles Kumpels von mir sind, die ein bisschen zuschauen. Deprimierend. Und dich sonst nur auslaufen. Ja, ist halt eben leider wirklich so. Aber naja, ist eigentlich egal. Ja. Möchtest du dich selbst vorstellen? Sie fragen bei mir im Chat, wer du bist. Ja, servus Leidln. Ich bin der Marcel AK, der Scopes, ich streame auch immer. Ich mach immer so Forza oder sowas oder Counter-Strike oder so. Wisst ihr, Leute? Ich mach immer so kleine Streams, wisst ihr? Wie der größte Spaß, das Intro machen, Alter. Nix Besseres zu tun im Leben. Was hat er geschrieben? Ah, richtig nice.
Er hat ja gesagt, ich soll ihn nicht mit echtem Namen ansprechen. Und ich habe ihm ja dann gesagt, doch, und er dann so schön im Chat, fick dich. Ich glaube, ich blockiere ihn mal für 300 Sekunden. Und bann ihn einfach komplett. Nein, ist ja ein guter Kumpel von mir. Ja, und? Ich habe ihn geblockt und jetzt wieder entsperrt. Entschuldigung, du recht. Macht sich über deinen Akzent los. Ja, was für Akzent? Das ist mein Dialekt. Ich kann auch über euch lachen. Ja, morgen habe ich auch noch frei. Da schaue ich dann, dass ich früher streamen kann. Ich das Update ist erst irgendwann rauskommen. Das heißt, ich konnte nicht früher streamen. Tut mir leid. Ich wollte. Generell nicht sehr, also ich werde wahrscheinlich sehr selten streamen. Also selten ist falsch, einfach von der Zeit her nicht so oft. Warum? Ah, er will dich schauen. Sag mal deinen YouTube-Namen noch mal kurz. Mein Kumpel will bei dir vorbeischauen. Mein Name ist I am Scopes, warte. Schick mir mal Streamlink, dann schreibe ich rein. Ja, für Zuschauer, hallo, mache ich alles. Ich habe 3 Zuschauer, ganz krass. Hast du eigentlich kurz bei mir im Stream vorbeigeschaut wegen der Qualität oder? Nein, du hast mir kein Streaming geschickt. Ja, ich stream ja nicht wie du streamst mit OBS, nehme ich mal an, ja. Oder? Ja, ich stream mit GeForce Experience. Oh. Ja, aber das läuft flüssig, also. Ja, wenn ich alles gut. Post, ja. Oh, fuck, Alter, wenn ich aufs Handy gucke wegen Chat, werde ich direkt geholt. Ja, servus, lol. I am Scopes, Maxim. I am Scopes. Mit Doppel-U. Kannst du meinen Namen nämlich auch anschauen? Ja, du kannst dich ja selbst im Livestream vorstellen. Dann ja, mein Name ist I am Scopes. Mit großen I, A, M, S, C, O, O, P, E, Z, Z. Ich hatte ja gestern das erste Mal in meinem Leben Pack-Luck. Für 3. Ich habe aus dem Gratis-Pack, also einfach so ein Pack geöffnet und die am 16 gezogen. Erstes Pack-Luck in meinem Leben. So, ich tu mal da ein bisschen driften mit dem Auto und ich glaube, der driftet gut. Oh Gott, nein, jetzt kommt der Cringe. Also, warum lachst du? Ich glaube, einer von deinen Freunden ist schon bei mir. Wie heißt der? Lol. Ja, das ist ein Kumpel. Er schreibt, Hendrik ist ein richtiger Wichser, der deinen Stream ficken will. Was schreibt er? Hendrik ist ein richtiger Wichser, der deinen Stream ficken will. Bin schon lange da, das stellt sich 88 mal vor. Aha. Kann ich bei dir Mod werden und ihn blockieren? Vielleicht. Eine richtige Bezahlung. Aha, dein Maul, Alter. Support deinen Stream. Wie viele Abonnenten hast du? 28. Oh, ey, du bist so viel größer, bist du jetzt auch wieder nicht. Nur etwa das. Ich hab 170 Abonnenten. Ja, ist ja nix, ist ja gar nix. Also im Vergleich zum Vibes. Ja. Wenn ich aktiv streamen würde, hätte ich schon mehr. Ich habe in 2 Monaten die ganzen 170 Abonnenten gemacht. Nicht einmal 2 Monaten. Ich habe innerhalb von 2 Wochen 100 gehabt. Alter, was wollen sie bitte von mir? Ah, jetzt will er noch im Stream will er jetzt schon noch so mich lächerlich machen und schreiben, ja, er hat in der Waffenbestechung die Bungee gezogen. Ja, toll. Die Bungee ist scheiße. Die ist scheiße. Ja, eben. Weil es lustig findet, dass ich gleich die Waffe gezogen habe. Ja, du zockst das Spiel ja nicht. Du bist wahrscheinlich trotzdem besser als wer. Destroyed. Ah, oh, sagt man so. Ich
finde Stream noch ziemlich unterhaltsam. Ich kann einfach so nebenbei auf den Chat schauen, ein bisschen. Na, gut. Ja, wenn mir mal irgendwer so einen scheiß Streamlink schicken würde, könnte ich ihn auch ein Dislike drücken, oder? Ne? Ah, du Arsch. Hallo, dein Freund fordert mich dazu auf. Da kann ich nicht nachsagen. Oh Mann, Alter, verpiss dich. Wo ist eigentlich Stefan hin? Ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste dieser Auspuff meinen Reifen so zerficken. Aber ja. Man nennt dich Henny. Aber wie du gemerkt hast, juckt es nie mehr, das Banshee zogen. Ich finde das so geil. Ja, dann lernst doch selbst, mach einen Sprachaufenthalt in der Schweiz. Genau. Deinem Stream ficken, Alter. Eigentlich so alle richtig unloyal, einfach schnell vorbeikommen und sagen, ich will nur deinen Stream ficken und abfucken. Ja, Mann. Eigentlich habe ich ja richtig loyale Kumpels. Ja, schon. Er schreibt, der will nur deine Abos gabeln, du musst solche Leute einfach totficken. War das der LOL-Typ? Ja. Alter Mann. Ja, und ich will einfach nur Geld für ihn, also. Das gleicht sich ja. Maximi. Soll ich mal deinen alten YouTube-Namen in Umlauf bringen? Ja, na gut, das kannst du bei mir auch machen, aber. Ich meine, LOL ist nicht besser. Also. Ja, das ist nur sein zweiter Account, also. Juckt's ja nicht, aber ich fange jetzt nicht mit dem alten YouTube-Account an. Das kann er nämlich bei mir auch machen, das wäre nicht so geil. Warum? Ja, also, ich habe ja früher auf YouTube ganz anderen Scheiß gebracht. Kinderpornos oder was? Ja, Kinderpornos in Halle. Boah. Mann, dieses Spiel schaut so geil aus. Einfach raus in der Hand. Ich will aber drin bleiben, draußen ist kalt. Ja, vielleicht hast du die Klimaanlage ganz kalt gestellt, dann ist es drinnen auch kalt. Ich habe keine Klimaanlage. Ich bin arm. Nein, ich scheiße kein Geld. Ich bin Österreicher. Ja, ich bin Schweizer und ich scheiße trotzdem kein Geld. Ich meine, wer von uns beiden hat einen Microsoft Surface? Ich glaube ich nicht. Ja. Wer von uns hat eine Klimaanlage? Ich glaube ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt auf einmal. Ja. Ich habe wirklich keine Klimaanlage. Ich habe zwei Fenster. Wow, ich habe drei. Oh, krass abgehoben, Alter. Ja, siehst du, da sieht man, wer reich ist. Drei Fenster, Alter. Das ist wahrscheinlich ein komplettes Haus. Drei Fenster. Wieder auf das Thema zurückgeht. Ich wohne in einer Wohnung. Gegenüber vom Wettbüro. Okay. Cool. Okay, ich glaube, jetzt sind alle meine Livestream-Zuschauer auf. Ja, ich habe nur einen Zuschauer, mich selbst. Ja, ich habe auch nur deinen Freund und mich. Ist er wirklich noch da? Er hat Prototyp Gangster gegessen. Ja, das ist er. Mit Minecraft gemacht. Ja, aber wie gesagt, damit fick ich mich selbst, weil ich habe früher auch Scheiß-Content produziert. Oh, ich habe wieder zwei Zuschauer. Oh ne, stimmt gar nicht. Anzeige-Bug. Ich weiß auch nicht, was mit meinen Zuschauern auf einmal los ist. Damals hatte ich immer so 10 bis 20 aktive Zuschauer und jetzt? Ja, es ist halt unter der Woche. Ja, Mann. Zuschauer werden immer ignoriert.
Stream jetzt noch so 7-8 Minuten, dann gehe ich off. Falls irgendwer das Stream gucken sollte, was nicht so ist, dann stream nicht mehr so lang. Aber hat Vibes vorhin wirklich meinen Stream angeschaut? Mann. Weil er hat ja von einem Stream angeschaut und ich wusste nicht von wem. Ja, deswegen den Zuschauer. Streamt er eigentlich immer noch? Ich glaube schon, oder? Warte. Ich guck kurz. Ja, schaut sich gerade Videos an von ungespielt mit diesen Danny Jason-Typ da. Mann, Alter, das sind auch mega behinderte Videos. Schreib mal meinen Stream. Ich habe ihm jetzt mal geschrieben, er soll mal bei mir im Livestream vorbeischauen. Ich hoffe, er bannt mich nicht. Nee, bannen wird er mich wahrscheinlich schon nicht, aber... Lolol immer noch bei dir? Ja. Oh Mann, Alter. Er will mich nur haten. Soll er immer noch negativ. Schreibt ihr immer noch negative Dinge über mich? Nein, ich hab gar nichts. Mein Depot ist Spanisch. Jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt bin ich nur noch nicht mein Zuschauer. Dein eigener Zuschauer, Alter. Ja. Ganz nice. Aber ist bei mir nicht anders, also. Wobei jetzt schaut wahrscheinlich niemand mehr zu. Ja, vorhin hat er nämlich die ganze Zeit, weil ich stream und er es cringy findet und jetzt sagt er, komm, wir zocken noch mal eine Runde zusammen. Das sind ja die besten, die den Fame gern wollen. Oh, die Mutter schreit. Ja, das war gerade meine Mutter. Oh Leute, das war... Ich sage, du hast ein Haus, Alter. Das kam eh sicher von unten. Nee, das kam nicht von unten. Das war aus dem Nebenraum. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich wieder zwei Zuschauer. Ich auch. Jetzt... Oh nee, jetzt bamp ich der Lololol voll. Ah, oh, aber nicht auch nicht. Oh Gott, Alter, im Steam, das sieht man jetzt so richtig behindert im Livestream. Ja, ja, man sagt ja, aber merkst du, das ist sehr intelligent. Der geht mal auf sein Steam-Profil, folgt ihm dort. Geht auf sein Steam-Profil, folgt ihm dort. Man sieht's ja oben, wie er heißt, also. Würde folgen. Es geht einfach richtig hart. Ah, der Lololol schreibt jetzt gerade mit seinem anderen Account. Wie heißt der? Ha! So richtig schadenfreudig, Alter. Oh wow, jetzt gammeln sie alle auf Steam, weil sie irgendwie Aufmerksamkeit wollen. So, ja, wenn ihr Mates zum Rainbow Six Siege spielen braucht, addet mich auf Steam. Wer würde, wenn du noch irgendwie eine Werbung machst, dann banne ich dich. Weißt du, ich meine, mir juckt's eh nicht, ob er meine Videos schaut oder nicht. Mich juckt's eh nicht, wenn er meine Videos schaut oder nicht.
Deine Videos kann ich trotzdem noch schauen, aber. Ja, kann ich beschreiben. Ich finde die M16 gar nicht so schlecht. Die ist hier extrem gut. Ich schau mal kurz den Motor von Unicorn an. Jungs, ich höre jetzt dann gleich auf zu streamen. Ich schreibe euch dann noch unten in den Stream-Link den guten Scopes. Dann könnt ihr bei ihm vorbeischauen gehen, wenn ihr noch irgendwas schauen wollt. Ja. Ich raide dich jetzt. Nice. Absolut größter Streamer der Welt bin ich. Oh fuck, die. Also jetzt, ich spiele noch die Runde hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Runde überhaupt noch werde. Ich spiele leicht. Und. Ja. Ja, vielleicht spiele ich die Runde doch noch fertig und dann geht einfach mal Vision Pulse, Alter. Bah. Scheiße, Mann, der schaut so sick aus, dieser Motor. Holy shit. Ihr werdet gefickt. Ich bin einfach scheiße. Aber ich muss jetzt die Ecke drauf. Es bringt gar nichts. Ich will noch die Runde fertig, dann verpisse ich mich. Jo, Mann, ich will auch sowas haben. Was? Den Motor. Aber solche irrationalen Motoren, die du entweder nicht finanzieren kannst oder einfach. Mein Aim, Alter. Ich verschieße so erstmal das halbe Magazin, bevor ich was treffe. Kann man den Motor. Also den Kofferraum aufmachen? B7 zu. Ach, Bitch, please. Ich werde einfach von überall gefickt. Ja, toll, wer hat Nora auch schon gestreamt auf Twitch? Also, weißt du, juckt mir jetzt nicht wirklich. Sie sind so geil, ich will sie haben. Richtig praktisch, weißt du, er schreibt mir so: Ja, ich habe einer aus deiner Klasse geschrieben, dass du streamst. Ah, ich bin cool. Toll, sie hat auch schon gestreamt. Mal, warte, was? Ein Mädchen. Ist, ja, ist sie scharf? Jetzt kam er direkt wieder. Ja, Mann. Ich brauche noch Kollegen zum Streamen, was? Die sind nicht. Alter, halt dein Maul. Nee, Wappe, du bist nicht cool. Du bist. Also, wenn er mir ihren Namen gibt, dann ist er cool. Sagen. Willst du erst vor League? Was ist es für Liga? Das ist so ein behindertes Online-Spiel. Wenn du das regelmäßig zockst, triffst du sie vielleicht irgendwann mal. Ach, Scheiße, es ist sicher fett, wenn sie sowas zockt. Nee. Alter, Wappel, ich blockiere dich jetzt auf YouTube, also. Ey, der Prototyp-Gangster ist da. Ah, nice. Geil. Die Runde ist jetzt fertig. Mir gibt einmal 30 Abonnenten, noch zwei mehr als du. Also, ich beende jetzt hier den Stream gleich. Ich schicke noch den Link vom guten, netten Typen namens Gopes in die Beschreibung, also in, nicht in die Beschreibung, in den Chat. Das wird eh niemand lesen, aber ich meine, warum nicht? Uhu, ich stream, Alter, ich bin so cool. Oh, bin ich scheiße oder so. Streamst du immer noch? Ich soll den Comment laut vorlesen. Ich habe 30 Abonnenten, zwei mehr als Hendrik. Ah, Mann. Okay, mit gut. Minecraft-Content. Ja, ist cool. Das juckt mich jetzt. Also, ich beende jetzt an der Stelle den Stream. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich habe jetzt den Stream beendet. Also,
wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich gehe jetzt. Ciao. Tschüss. User disconnected from your channel. Oh man, jetzt ist er weg. Also ich weiß jetzt, warum in Drift Autos kein Tacho da ist, oder bist du da, aber das Auto ist schnell. Sehr, sehr eindrück. Mann! Es hat niemand etwas gesehen. Eine Mission hast? Ich da erfülle deine Mission. Warum ist ein LKW? Ich kann mit Allrad absolut nicht driften. Ja, kein Problem, Hendrik. Mann, was mache ich?
Mann, diese Autos, sie sind einfach so geil. Sie sind so gut zum Driften. Oh, 1 Million. Genau. Ich probiere den nochmal aus. Ja, servus Aqua. Hallo Marcel. Hi. Na? Na? Aqua, so war das nicht geplant, dass du jetzt hier rein spammst. Bis jetzt ist nur Aqua da, jetzt kommen die anderen. Mit 6 Zuschauer, aber keiner schreibt. Mann, so raidet man nicht. Ihr müsst schon spammen. Dann muss ich eine Fake Reaction machen. Nein, ich habe ja gesagt, das ist ja nichts mehr. Also bitte, ich habe einfach gesagt, das ist einfach vorbei, schon müssen nichts schreiben oder so. Das mache ich eh immer. Allerdings hatte ich selber halt nur 5 Abos. Also 5 Zuschauer. Also. Ja. Trotzdem mehr als wie ich. Es gibt jetzt bei diesen einen Auto einen 7 Liter V8. Nice, habe die 3 Abos gemacht. Ach, schön. Der Hendrik, also der LOL ist für Hendrik wie Tamsi. Wenn man das so verstehen kann. LOL ist Tamsi oder was? Nein, er ist nicht Tamsi, aber für Hendrik aber ist er wie Tamsi. Das ist ein Real-Life-Kollege für ihn. Achso. Ich soll mal kurz auf den Teams React planen. Also auf meinen, anscheinend meinen Teamspeak. React hat mir einfach ja, so einen Teamspeak gemacht. Ich geh mal kurz drauf, ne? Ja, ja. dieser eine Freund von Shield Hendrik war sein Freund. Und da hat einfach nur Spaß gemacht. Juckt mich persönlich gar nicht. Und Vakuma, ja, habe ich schon gesagt. Ja, ich nehme ihn eh gleich wieder Mod weg. Ja, mir geht's eigentlich gut. Wie geht's dir? Ich bin gerade eher happy, dass diese ganzen Autos da kommen sind. Ich weiß, dass du Tamsi bist, Vakuma. Ja, servus, Tobi. Ich, sonst wird kein anderer schreiben, was meint er mit Tamsi? Ja, ich bann dich eh nichts. Muss halt bei Stefan aufpassen. Nicht, was Stefan macht, kann ich nicht kontrollieren.
Also dieses Auto ist schon komisch aufgebaut. Muss man schon sagen. Oh. Ich bin ein richtig guter Autofahrer. Fahren mit ihm wieder umeinander. Das ist scheiße. Sind die wenigstens dann dabei gewesen, die anderen 7 Schrauben? Oder musstest du dann irgendwie improvisieren? Ach du Scheiße. Mann, Heck und Trip zu Drift. Ah, Heck und Trip. Mit dem Heckmotor zu driften ist so schwer. Das ist ein Wahnsinn. Mann, mich regen diese Fliegen so auf, das ist ein Wahnsinn. Das ist scheiße. Also wenn ich du wäre, würde ich zum Geschäft zurückfahren, wo sie es gekauft hast und das wieder umtauschen. Schauen, ob dann dort die Schrauben drinnen sind. Oder generell mal nachfragen, ob dort überhaupt die Schrauben dabei sind. Das ist dann schon eine Frechheit, nicht? Solche, solche Lenkräder sind ja nicht wirklich billig.
Ja, wie gesagt, haben sie, ich bann dich nicht, das macht Stefan. Ja, Tamsi, du traust dir nicht zum Reden, also. Na, Alter. Na, aber Korrupter, würde ich wirklich zu dem Geschäft zurückfahren, wo du es einkauft hast, und einmal nachfragen, ob das drinnen ist. Also, ob die ganzen anderen Schrauben drinnen sind. Und vielleicht noch einen Umtausch oder sowas fragen oder Geld zurück. Das ist schon eine Frechheit. Ja, oder so eben. Wie gesagt, du kannst das Geld zurückholen oder sowas, das ist kein Problem. Du hast es erst vor kurzem gekauft, also da ist kein Problem. Tamsin, nein, du kriegst nicht Mod. Ich meine, bannen werde ich dich nicht, aber Mod kriegst du trotzdem nicht. Ja, servus Arzt, das ist der Twerk Stallion von den Hoonigans. Das ist ein ganz neues Auto, das ist heute rausgekommen. Als ob da Wasser ist, Mann. Aqua, nein. Ich hab dabei genug Mods. Ach so, das ist gebraucht gekauft. Ja, dann ist klar, dass keine Schrauben dabei sind. So, ja, das ist dann halt Arsch. Aber wenn dein Vater ja ein Geschäft hat mit, keine Ahnung wie vielen Schrauben, dann passt es eh, dann kannst du sie leicht anbringen.
baue den jetzt mal auf Fake-Antrieb um nicht. Mit Allrad kann ich absolut nicht fahren. ...1200 Kilo und 1400 PS. Ja. So, das passt alles. Ja, passt. Das Auto handelt einfach so ähnlich wie mein Supra. Im Eurotruck-Simulator gibt es auch normale Autos. Ich gar nicht groß, dass man da auch mit normalen Autos fahren kann. Ach du Scheiße. Also Ken Block sollte den wirklich auf Hackantrieb umbauen. Dann kann er mal seine Skills beweisen. Und mit Allrad kann den ja jeder fahren. Ah, diese Twin Turbos einfach, sie sind so geil. Marcel? Ja. Neue TS-IP ist in Zukunft die hier. Ich hab von React dann gehostet bekommen, ohne Spaß. React, bester Mann. Was ist die neue TS, was? Das ist die neue TS-IP. Geh gleich drauf, damit, dann gebe ich dir gleich die Rechte alles. Okay. Warte. Jetzt muss ich einen neuen Tab machen. Vibesteamspeak.me. Connected. Insufficient permissions. Insufficient permissions. Insufficient permissions. You were moved. Ja. Ja. Der Move ist gelang. Ja, einer schreibt React in den Chat. Ne, mehrere. Ich antworte nicht. Jeder hat 3 Euro raus, Digga. Ja, das ist eine minimale Anzahl. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, was ist das für ein Bastard, Mann. Hast du es eingestellt bei seinem Tippy-Stream? Ja, ich weiß, man kann es einstellen, ja. Hm. Richtiger, ja. Schalelek. Mir ist so, Alter. Geld gerade. Hey, wisst ihr beide, wo man sich Spotify for free holen kann, also Crack? Nein, ich hab's über 3. Was hast du? Ich hab's über ein Handyanbieter. Ah, okay. Legacy streamed.
Ich hab's nicht gesehen, ja. Naja. Da kommen aus seinem Leben nicht klar 20.000 Menschen zu. Bist du? nein, TS ist besser. Ich mag Discord nicht. Was, dein TS ist besser als der hier? Nein. Hab ich das falsch verstanden? Hast du das falsch verstanden? Okay. Nein, TS ist besser als Discord. Okay. Bin ich aber auch, ich meinte das auch nicht. Discord ist Hurensohn, der will nur Teamspeak hier. Sido hier im Pack, der Moin. Guck mal, weißt du, der gibt 100 Euro und zieht nur Scheiße, also quasi die Ding ins Kurven. Ist so. Der zieht nicht mal eine Waffe. Cranket, also Nico hat auch Dings bei mir auf dem TS, ne? Also die Vibes-Dings da. Was? Cranket hat bei mir auch die Gruppe. Bei Vibes-Dings, die Vibes-Gruppe da. Wie meinst du? Cranket hat auch die Gruppe. Echt? Ja, ja. So, warte mal. Wie viel hat der Sims schon ausgegeben? Und 200 Euro. Nein. Was? Nee, du hast keine Gruppe dort. Nein. Auf meinem, also auf dem JS. Soll er eine haben? Nein, er hat auf dem JS hat er die Gruppe. Hat er nicht? Ja, bei mir schon. Ja. Hä? Ja, egal. Wie meinst du? Servergruppe? Ja, ja, wenn ich auf Servergruppen gehe und auf Vibes hat er bei mir die Gruppe. Ach so, ja, weil seine Back sein Server Backup war. Ach so. Vergessen ihn zu entfernen. Ja, kein Ding, verstanden. Ich benutze immer Backup, meine Backups, meine eigenen Backups. Ja, ja. Alles gut. Bisschen alles umgeändert so. Einer Dollar hat er schon rausgegeben, der Typ bist du. Ich wette, der gibt wieder. Ja, er würde gleich sogar bis 1000 Dollar geben, Alter. Safe. Genau, so bei der N700 oder der Vollidiot. Okay. Ich schätze mal, dass er 50.000 hat. Octopussy. Was ist labert? Server group assigned. Server group assigned. Server group assigned. Digga, der will mir doch nicht erzählen, dass ein YouTube-Mann in ein Video reinsteckt. Junge! Ja, der Idiot hat auch 700 Dings für Scheiß End ausgegeben, Alter. Ja. Deswegen, ja, Digga. Hauptsache, der zockt wahrscheinlich nicht mehr so wirklich aktiv COD. Ja, aber das ist schon übertrieben. Ja. 700 Dollar, Digga, das ist mein Monatslohn, also scheiße. Okay, nein. Ich hätte. Nicht ganz. Das ist mehr als mein Monatslohn. Ja, bei mir ist bei mir ist weniger als mein Monatslohn. Ein bisschen weniger. Ja. Server group assigned. Weißt du, wie viel krieg ich noch erst? Also chill mal. Server group assigned. Hehehehe
Ich hoffe, ich zieh dich jetzt. Aber manche Packs finde ich auch eine Frechheit aus den seltenen Vorratslieferungen. Ja, Mann. Dass man zum Beispiel, genau so zum Beispiel wie da, einmal selten, zweimal normal. Oha, der Typ hat so Zeit. Absolut kein Lack. 21.000 Zuschauer, tschüss. Mann, also der Heckantrieb ist absolut übertrieben für das Auto. Was? Er hat gesagt 300 Euro weg, also 300 Euro ausgegeben so. Nein. Die Typ ist so dumm, ich schwör's mir. Ich find das ja, krass. Lustig. Ich find das irgendwie lustig. Leute, Leute. Er ist der nächste Mal. Er liest den Menschen vor. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja, ich hab's gehört. Er ist auf jeden Fall nicht schlecht für die Clans. Dean vor allem ist hier, du Gag, Alter. Mein Hals ist gefickt, egal. Absolut dann. Dave Emilio guckt und denkt so ein React to Wichser. Stefan Aqua macht da gerade irgendwas. Was macht er? Er macht hier gerade irgendwas wahrscheinlich. Irgendein Banner oder sowas. Okay, okay, nice. So, ich werde jetzt natürlich fortzocken. Ich glaube, mittlerweile kennt selbst Marcel nicht. Bestimmt, wenn einer fragt, auf dem TC kennst du React? Ja, klar! Ja, klar! Worldwide Fame, Alter. Außer PewDiePie, der kenn ich noch nicht. Marcel? Ja? Muss ich mir die Autos jetzt da irgendwo holen im Shop, oder? Das DLC kauft, das ist gratis. Das ist uns gratis. Ja, sind die schon bei mir drin, oder? Nein, du musst du dann nochmal kaufen. Was sind die gratis? Okay. Spielt ihr GTA, oder was? Nein. Forza Horizon 3. Kam heute ein neues Pack raus. Ist der neu? Hast du Urlaub? Denbo ST1? Nein, nicht. Heute war Feiertag im Österreich. Denbo ST1 gibt es schon so ein Hot Wheels DLC, aber der ist eigentlich neu. Hast du morgen auf der Schule oder was? Nein, ich hab Lehre. Also ich bin Lehre. Bin bald fertig sogar. Mit deiner Lehre? Ja. Hey, welches Lehrjahr bist du? Drittes. Ja, cool. Als was machst du Lehre, lol? Ich weiß jetzt gerade absolut nicht, welche Autos da mit dem Dienst reingekommen sind, Digga. Du musst einfach, wenn du auf der Automesse gehst. Achso, ja, kommt genau. Dann DLC ja, Autos. Dort gehst du dann einfach auf das Hunigen DLC. Warte, ist es Subaru SVX, Digga? Was für SVX? Subaru SVX. Da wurde mal Dings, glaube ich, vorgestellt. Nee, egal, warte mal. DLC Auto, warte, wo bin ich da? Und dann auf Hunigen Autopaket. Ja, warte. Das sind einfach so geile Autos, bist du deppert. Warte. Da gibt's ein ganz Elos, du Vollidiot. Hä? Nicht dumm? Vielleicht. Wo muss ich hingehen? Ich bin auf Autohaus. Genau, dann gehst du Automesse und dann steht dort ganz rechts DLC Autos. Und dann steht dort. Warte. Und dann gleich das erste DLC, was da aufscheint. Ah, DLC Autos. Yeah. Ja. Yeah. Vor 2003 da, Honig kann der jetzt sehen, aber mir ist nicht das Essen. Ja doch, stimmt. Okay, Blödsinn. Die Autos Porsche sind so geil. Raube. Was ist denn das für ein Ding, Alter? RWB. Raube. Baldwins Motorsport. Schüch, Alter. Ford Escort. Referral Napalm. Das Unicorn ist so geil. Ford Unicorn. Mit Twin Turbo. Boah.
schwör's. Aber der Chef Röpele ist auch geil. Ja, fix. Aber ich fahre natürlich mit den Hunikons aus. Ah scheiße, ich bin noch beim Blizzard Mountain. Ah, egal. Warte, lass Tandems machen. Da ist natürlich die Lackierung drauf, man. Ja. Kann ich nicht die originale Lackierung drauf lassen? Ja, das ist doch. Du willst einfach dann noch Farben und dann willst du die normale Farbe lassen. Danke. Aqua ist gerade bei Bild 30 von 200. Okay. Alter, ist der behindert? Dauert schon wieder 100 Euro raus. Perfekt. Ja. Wenn irgendwas sein sollte, kann ich dich irgendwie reichen, so? Skype oder so? Mach das Bad-Signal und er kommt. Skype oder so am besten, oder? Ja, ist klar. Ja. Erde mich. Okay, nice, okay. Junge, der bekommt gerade auf innerhalb 2 Minuten erst wenn ich lügen 200 Subs. Nee, mehr. Ist wieder 100 Euro reingegangen. Oh Gott. Habt ihr euch gerettet? Ja, komm, der Typ, Alter. 21.500 Zuschauer, Mann. Das tut weh. Du wirst mehr Zuschauer als PewDiePie. Ja, komm. PewDiePie hat eine scheiß Qualität. So ein Nope-Talk jetzt, ey. PewDiePie ist etwas größer. Etwas, ja. Na, etwas ist. Etwas ist untertrieben, Junge. Du bist der größte YouTuber der Welt. Ein paar Abonnenten hat er mehr. Jo. Paar Millionen, ne? Ich mach mal Winterreifen drauf auf den Unicorn. Jetzt no joke, ich fahr mit dem jetzt. Ja, das ist eine gute Idee, Alter. Ja, ich weiß. Ich tune ihn erstmal noch auf so ein bisschen. Aber ich tue andere Felgen drauf. Ich würde dich nicht empfehlen, dass du den auf Eckertrip gibst. Das ist so unkontrollierbar. Ich gebe nicht auf Eckertrip. Ich wünsche dir kein Glück. Aber ich glaube, ich tue andere Felgen drauf. Marcel. Ja, mir gefallen die nicht so. Oder ich lasse sie einfach oben, die gehören einfach zu dem Auto. Ne? Die gehören einfach zu dem Auto, ist doch immer so. So, Leute, man kann nur Bremsen ändern und die Dingens. Jo, bei den anderen Autos kannst du nehmen, ja. Okay, ja, egal, ich denke mir, der ist eh genug schnell. Ja, 400 schafft am Anfang. Ja, ich bin bei Blizzard Mountain, da schaffe ich keine 400. Schwer. Aber ich habe jetzt die Winterreifen drauf getan. Kann mit der Winterreifen eigentlich normal Dings auch fahren? Also nein, nein, das jetzt? Sind so die ganzen Laufradreifen. Ah, da twerkst du den. Gibt's ein neues Terrain auch da, oder was mit DLC? Was? Digga, der überstartet ja. Keine Ahnung. Achso, das ist so der Trailer von dem Dings wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das ist von Forza Horizon 7. Und dann kommt eben auch noch das Hooligan. Forza Horizon 7. Ah, Forza Motorsport. Forza Motorsport. Ja, okay, gut, das brauche ich nicht sehen. Und danach wird da anboten, dass du es vorbestellst. Ich sehe es gerade, ich denke es mir ganz. Hä? Warte, es muss keinen Sound lauter machen. Jo, Aqua, viel Spaß beim Film. It's no joke, das ist der Sound von A5, oder? Ich hab keine Ahnung. Warte, ich muss noch ein Laster. Schau dir mal bei Forza Vista. Warte. Den Motor komplett an. So sick, man. Schnell ist er, ja, aber das ist der Sound vom A5. Echt? Und vom RS4 Wand, ja. Also, dass sie den Sound nicht geändert haben, finde ich scheiße.
Okay, den Turbo hört man krasser raus. Du musst warte, vom Ford Escort den Turbo anhören. Bist du da bei warte, eskaliert. Warte. Ich muss kurz ein Radio da ausschalten und mal kurz einen Monte sag ich schon. Marcel streamuten. So, warte. War ich mal kurz weg, warte. Servus Philipp und Erta, haben sie mal wieder da. Naja, ganz dasselbe Motor ist es nicht, aber er hat komplett einen ähnlichen Sound. Den Turbo hört man stärker raus. Aber so vom Grunddings her ist es der Sound vom A5 und vom RS4. Ah, vom RS5, sorry, vom RS4. A5 gibt's ja gar nicht normal. Aber schnell ist er, das stimmt schon. Boah, schüss. Sogar, oh mein Gott. Okay, warte mal, 300. Warte, Challenge accepted, 400. Schätz auf Blizzard Mountain. Ha? Ja, schätz mindestens aus, schon. Ja, warte, ich probiere auf Blizzard Mountain jetzt die 400, okay? Ja, Philipp, mich juckt, was für Score kann ich da, oder? Interessiert mich auch genauso wenig, wie schnell sein Abonnenten hochgehen. Aber der Turbo ist pervers, Marcel. Dass da noch die Flammen rauskommen. Ja, fix. Das ist so sick. Dieser Turbo. Mir das in Österreich erlaubt. Aber der hat auch einen Einschlagwinkel, ist Fakt, Digga. Generell alle Autos in dem DLC. Boah, dieser Sohn. Ja, ich bin ein Hurensohn. Ey, du nennst Marcel mit der Antwort, ich bin ein Hurensohn. Nice. Oh, Mann. Jetzt noch mehr Geld aus, oder was? Der hat schon wieder 100 rausgehauen. Oh mein Gott, der Typ ist so dumm. Ja, der Typ ist wirklich sein Onkel, Alter. Challenge accepted, 400. Marcel, let's go. Challenge accepted, der macht heute noch 1000, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Es war gerade schwierig, dass ich da gerade... Oh nein, das ist eine Kurve. Digga, der okay, könnte heute sein Titel... Der könnte jetzt eigentlich seinen Titel ändern. Der könnte eigentlich seinen Titel in Dingens ändern. Road 2000 Euro ausgeben für Packs in BO3. Ja, der Typ ist so dumm, Alter. Das ist. Keine Ahnung. Der Typ ist einfach broke. warte, auf dieser Strecke könnte ich die 400 schaffen. Oder auf dieser? Auf dieser Strecke. Na, das ist zu kurz. Egal, wir probier's. Würde ich morgen nicht arbeiten müssen, hätte ich jetzt auch gezockt, Alter. Ich hab aber nächste Woche Urlaub, scheiß drauf. Okay, nein, auf dieser Strecke schaffe ich nur 300. Es ist schwierig, weil du halt keine Auflasszone hast, Marcel, beziehungsweise eine komplette Gerade. Muss vom Berg komplett runterfahren. Nein, ich probiere das selber von der Beschleunigung her, ne? Versuche ich es irgendwie. Da könnte es funktionieren bei dieser Geraden, warte, ich versuch's mal. Ich sehe etwas länger. Sind zwar zwei langgezogene Kurven drin, aber sind eh langgezogen. So, ich versuch's mal. Okay, es ist so ähnlicher Sound wie der RS5, aber man hört den Turbo draußen so ein bisschen aggressiver wirkt, ja. Meine Turbo von Escort sucht so aus. Wenn es mit Drehzahl begrenzt ist. So, warte, 300. Gegenverkehr, du Jude. Okay, da war ein Gegenverkehr. Das war mal nix. Aber ich bin auf 320 schon gekommen. Diese Kurve wird schwierig werden. Naja, egal. Ich versuch's nochmal. Einen Versuch noch, wenn ich die Kurve nicht packe, dann kann ich eh aufhören zu probieren, weil dann schaffe ich sie nicht. So, let's go. 300. 310. Okay, nein, das funktioniert nicht. Du kommst maximal auf 325. 400 Blizzard Mountain ist unmöglich. Egal, ich mache jetzt noch ein paar Rennen hier im Blizzard Mountain. Wie spät haben wir es überhaupt? Soll ich es probieren?
Wir haben schon 10:30. Tschüss. Mega beschissen. Ich probier's aus. Jo, mach mal. Scheiße, ich muss den gleich aufladen. Und so eine Arbeit, Alter. Überhaupt keinen Bock. Egal, ich mach noch ein Rennen. Ja, was für A-Klasse, was will der von mir? Ach, Alter, was wollen die von mir, bitte? Ich hasse diesen Controller. Okay, ich fliege und ich fliege und ich fliege. Bis 350 war der Wagen 1. Winterreifen draufgeben, sonst geht das nicht. Lol. Marcel bestellt bei Amazon schon wieder 100 Tonnen, die geben sie jetzt seit einer halben Stunde fast nicht. Die Bestellung aus, das ist nur ausgehend. Bist du dumm? Oh Mann, Bruder. Alter, was ist, Bartek? Wann hast du mich bitte angerufen?
Was hast du wollen, wenn du mich angerufen hast? Das ist ein Scheißverkehr nicht geben, hätte ich schon. Ja, was 20.50 Uhr erst? Was soll man das jetzt sagen? Das war jetzt das Maximum. Mann, Alter, du kannst das Auto absolut nicht kontrollieren. Shit, Bild 99. Mann, dieser scheiß Verkehr. Ja, ich find's schön, dass du um 20.50 Uhr angerufen hast, aber warum? Er hat 500 Euro ausgegeben. Das hat absolut zu viel Geld. Digga, für den spielt Geld keine Rolle. Thank you.
Bei welchem Auto dreht der Turbo durch? Ein Ford Escort. Du musst einfach auf den Drehzahlbegrenzer und dann zuckt er komplett aus. Schau, warum ist da die ganze Zeit der Verkehr her? Das gibt's ja nicht! Erst verpisst euch doch alle! Jo, viel Spaß, Aqua. Und du warbst, du kriegst später eine Überraschung von Aqua, von VZF. Soll ich sind dann auf Single Turbo auf Twin Turbo? Twin Turbo, oder? Single. Single? Mhm. Single ist besser. Gut, hab ich auch gesehen. Ich schaff nur wegen dem Verkehr nur 370, Mann. Das fuckt so ab. Mann, verpisst euch doch alle! Ja, servus, Raptor. Und Raptor, der Command geht leider bei mir nicht, ich hab keinen Bot. Der scheiß Schneesturm auch noch da, Mann. Nein, ich verpiss mich von da. Ich bock mir. Mach mich zu aggressiv. Ja, verpiss dich erst. Cool Kind. Das ist jetzt mein Nightbot. Und jetzt stürzt mein Spiel ab. Ich hasse es, Mann. User joined your channel. Servus. Was sind denn in anderen Chats passiert? Oh. Ja, ist ja peinlich. Verrappt ist da. Warte. Boah, der ist der Turbo. User disconnected from your channel. User was moved to your channel. Hi. Hallo. Was macht ihr hier? Mein neuer TS. Okay. Was
Zeit hinter den Steuer. 100. Schon da 53 Minuten. Wow. Warum nicht? All the while it's brave hearts, I'm the next to rain. I meet double powers combined when we troubled. I still lose grip and shit, I still fumble. Always get it back, even when I'm off track. Cause I'm never off beat and I'm never on whack. God damn, how the fuck they let me get in? I just showed up with a couple. Kannst mir auch gleich Admin geben. Alles klar. Mann, ich ballen jetzt wieder auf Alva drum. Ich mach einfach eine 80-20 Übersetzung. Er hat sie gezogen, Digga. Er hat sie einfach gezogen. Hat er sie? Hä? Hat er sie endlich gezogen? Ja. Mit dem ist sie endlich gezogen, der Wichser. Ich kann sie nicht. Okay, sie ist schon 90-20. So angeblich richtig stark sein. Einer von Evolution hat schon 50er Gunstreak mit der. Der ja, Scarfling hat auch schon eine Nuklear. Ich schwör, du Huren zum BMW, Alter. Keiner mag dich. Ich muss mir irgendein cooles Bild machen mit dem Unicorn. Aber ich find's echt schade, dass sich die Turbos nicht drehen. Fix. Das hätte ich mal anfixen können. Okay, Stefan, kannst du mir das Thumbnail auf Skype bitte schicken? Mach ich gleich.
Okay, danke. Hey Vibes. Hm? Ist dieser Fake Raptor? Hörst du was? Ist das der Fake Raptor? Es gibt viele. Ja, das ist der Fake. Alter, im Maul. Ja, wenn's der mit 6K ist, dann ist der echte. So, ich meine aber auch viele Fake, also keine Ghost. Nein, das ist Fake. Raptor, also der mit 6K. Na dann. Es gibt keinen anderen, der real ist, außer von Impact, der aber. Das ist nicht Raptor, das ist Energy. Oder wie der früher geheißen hat. Aber keine Ahnung, dieser Raptor war ja damals der Energy. Nee. Jetzt heißt halt Raptor und jeder kennt ihn unter dem Raptor-Namen. Ja, keine Ahnung. Bei mir gibt's keinen in der deutschen Community, der über meinen Namen liegt. Also mein Name halt irgendwie größer ist als ich oder so. Bei mir auch nicht. Der Zelda Son ist aber auch geil. Von dem, warte, wie heißt das Auto? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch mal fragt, so ab und zu, aber ich frage mich halt öfters, ob man diesen Verifizier-Button auf YouTube bekommt. Brauchst du über 100 Kabos? Nein. Entweder das Netzwerk beschafft das oder über 100 Kabos. Ja, ich meine, wenn Leute wie Niki mit Niveau und so weiter haben auch so einen Button oder Escalation und so, sind auch unter 100 Kabos. Ja, kommt das Netzwerk so, macht das. Macht normalerweise Netzwerk. Netzwerk. Und ich hasse dich, die Ligate. Jetzt habe ich schon 8 Teamspeaks, aber ich habe keinen Überblick mehr. Ach du Kacke. Auf jeden sind 2 Bots, kannst du ausrechnen, dann 16 Bots. Und jeden muss ich konfigurieren und einstellen, ich hab mal. Dann schreiben mich irgendwelche Vollidioten, also meine Kunden, jeden Tag an, mach das und das, ich antworte denen gar nicht. Nice. Dann kommen wir dazu, nicht nur das TS-Business, sag ich jetzt einfach mal, sondern kommt es dazu, dass ich auf YouTube aktiv sein muss, Elle führen muss.
dass es Elle führen muss. Ich bin ja gar nicht Elle Leader, so, aber halt Videos machen muss dort, auf meinem Channel auch noch aktiv sein will. Oh Gott. Da kommt auch das Relap-Scheiß da. Du. Hm. Mein neues Video ging schon extrem ab, für das, dass ich ein Jahr lang inaktiv war, über ein Jahr. Ich weiß gar nicht, wie alles kommentiert hat. Doch, kommentiert. Ja, ey, ich weiß davon gar nichts. Mhm. Toll. Ich mir die Kommentare gar nicht durch, ich antworte gar keinen. Ich habe noch nie einen Kommentar beantwortet. Ich habe noch nie in meinem Leben, meine YouTube-Laufbahn, einen Kommentar beantwortet. Das könnt ihr mir jetzt nicht glauben, ne, aber... Alles klar. Sofort ist echt lächerlich. Und wie ist das Selze? Richtig geil, aber wenn man durch die Scheiben schaut, sieht man die Flammen aus dem Tuch nicht. Okay, da sehe ich schon Raptors auch so einer, der nie Kommentare beantwortet. Nicht mal im Stream. Ja. Digga, der ist auf meinem Niveau. Alter, was für die meisten Kommentare bestehen aus Free Intro, bekomme ich ein Intro oder keine Ahnung. Bekomme ich Mod. Ja, bekomme ich Mod. Bei dem neuen Video hast du nicht mal einen Kommentar beantwortet. Uff, bei dir, Alter. Hab ich eigentlich auch nicht. Alter, ich weiß keine Ahnung, was ich für einen Stress hab. Ja, du hast 200 Kommentare, aber auf meinem neuen Video glaube ich 70 oder 80. Ja, keine Ahnung, aber ich mach aktiver YouTuber zu. Okay. Stefan, schaut nochmal vom Unicorn den Motor an. Das ist so krank, Alter. Ich bin schon draußen von Dings, muss den gleich öffnen. Warte, ich zeig's im Stream, schau ich im Stream. Ich feuer ich ab, Digga. Paddel schreibt sick as fuck und Yassin antwortet dem, Digga. Von Raptor kommt gar nichts. Abgehoben, oh, 1000. Was abgehoben? Ich bin eben zu faul zum Antworten. Du gehst auf irrelevante Menschen nicht ein. Okay, Digga. Oh Mann. Ich muss Emilio fragen, ob er das mit dem Abo-Channel kommentiert. Dann pinne ich den an. Dann können Fanboys drunter schreiben. Ich antworte da nicht. Macht aber safe, wenn ich ihn frage. Aber ist es doch nicht dieser echte Yassin oder was? Ist der echte? Was ist der echte? Ja, von dem Channel her schon, aber mein... Da ist halt Apokalypse. Ist aber genau wie der Clan-Channel extrem inaktiv. Gesundheit. Danke. Leave him for a car with a tie and a job.
Servus, lol. Schauen wir uns mal alle Motoren an. Alter, wie kann man ein Thumbnail reinmachen? Achso, hier. Vor der Escape kann ich mir den Motor nicht anschauen. Ja, ich werde noch eine Baron Black Ops 3 streamen. Ach du Scheiße. Und dann hole ich mir wieder ein bisschen Geld für Bags. Ja, Beastlight, kennt ihr den? Ja. Der Wichser, Digga. Der prankt seinen verfickten Bruder immer. Hauptsache Rapt hat Bro und Freund gleichzeitig, ja moin. Er braucht einen Freund gar nicht, Bro ist ja mehr. Jetzt kommt mit einem Prank an, Alter. Zerstörung. Was? Runterholen Prank. Als ob sie sowas macht, Digga. LOL. Ja, React. ja. Wie heißt denn der Dingens da? Den Beat, was du benutzt hast bei dem Video? Abgehoben. Was? Wie heißt der Beat, was du benutzt hast bei dem Dingens? Welchen Beat? Den ersten da, was du verwendet hast beim Video. Ja. Oh. Leben und Tod, das kenne ich glücklich. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Wieder mal ein bisschen auf die Siege gehen. Was, du streamst jetzt? Ja. Was Leute, du machst auch Spaß, Digga. Nee. Welcome, ihr Bitches. Oh. Er streamt halt echt. Wieso soll ich nicht streamen? Moin. Ich hoffe, ich ziehe danach die MSMC. Sonst installiere ich das Game. Das ist die Olympia. Okay. Er macht jetzt den Marcel, Alter. Jo, Raptor, was geht? Bin auch aktiv. Bin gerade noch nebenbei im Urlaub. Ja, freut mich, dass ihr wieder ein bisschen aktiver werdet. Digga, mein Channel ist dev. Der sollte dann wieder aktiver werden, am Monaco. Ja, musst du auch was machen. Wie normal, ja. Ja, kenn ich. So. Können auch gerne den Stream teilen. Bisschen Support ist auch kein Mord. Digga, jeder Go hat irgendwie letztens hochgeladen, so viele Leute, ne, da hier, Support Raptor, wo alles ein Joke war. Was für ein Joke? Ein Kanal wurde wirklich gehackt. Ah, wirklich jetzt? Ja. Von diesem Fake-Teilzeit-Gott, ne? Ja. Wieso schickst du ihnen auch deine Daten, du Vollidiot? Das ist deine... macht man einen Fehler. Ja, aber wieso hast du dem vertraut, oder du hast danach forschen müssen, ob es der echte ist, so. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da hatte. Problem ist ja, er zieht ja weiter, Leute. Er wollte letztens einen Kollegen von mir verarschen. Pin Gamer for Life heißt der. Na, den kenn ich. Den wollte er verarschen, den wollte er ziehen. Na, der hat's nicht gemacht. Naja. Ja, hast du deinen Channel wiederbekommen? Ja, ja.
Sonst würde ich jetzt hier nicht streamen. Ja, aber ich sag mal so, du hast deinen Channel schon mit einer Zweierbestätigung abgesichert, oder? Ja, mit einer zweiten E-Mail und zwei Nummern. Ja, aber wenn du dich einloggst, dann kannst du dich nicht einfach so einloggen. Dann wird den G-Code geschickt, oder? Ja. Also wenn du dich anmeldest, schickt dir erstmal per dein Handy jemand einen G-Code, dann kannst du dich erst anmelden, so eine Zweifachbestätigung, oder? Na, ich weiß nur, dass er einfach halt die Nummern rauslöschen kann und seine angeben kann, wenn er mal drinnen ist. Aber deswegen habe ich ja auch eine zweite E-Mail. Mir ist gerade aufgefallen, bei Porsche ist das P und das R abgeschnitten, da steht einfach Arsch. Na, Alter, immer der Typ mit der Shotgun hinter mir. Alter, schon wieder! So. Und schon wieder hinter mir. Alter, ich hasse Nuketown. Ja, hast du VPN an? Nein. Alter, wie jeder glaubt, dass ich VPN habe. Na, bist du Italiener? Ja. Du wohnst in Italien, oder? Ja. So, ich bin, hey, du wolltest letztens diesen Fake-Social join, wa? Ne, ich hab gesagt, die haben mich gefragt, ich hab gesagt, ne, lass mal. Ja. Diese Wichser, ne? Ja. Ich hab den Twitter-Account von dem mit 1000 Follower, der erstmal umbenennt. Meinem. Alter, was ist denn mit den Lobbys hier los? Na, was, ich beende den Stream, hab mich sehr gefreut. Bis morgen, servus.